Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Genshin Impact. Oder einfach einem neuen Genshin Impact Video. Und wir machen weiter. Und wir brauchen auch nicht mehr lange, dann können wir uns nochmal die restlichen 8 Anfänger, 10 Anfänger Royce holen. Weil die kosten ja nur 8 von diesen Dingern, die man sich kaufen kann. Verwobenes Schicksal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welches ist. Aber ich glaube, das Blaue ist das Verwobene. Das ist ja auch egal, wie genau es heißt. Genau, uns fehlen nämlich, glaube ich, lass mich nachgucken. 2 Dinger, genau, und wir haben 250 und eins kostet, wenn mich nicht alles täuscht, 170. Das heißt, uns fehlen nur 90 uralter Glanz. Und das könnte man sogar heute theoretisch schaffen, aber wahrscheinlich morgen. Hey, Cutie. Oh, hello. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Ich kann kein Englisch zum Beispiel, aber gut, das ist ein anderes Problem. Wofür ist dein Bibliothekar? Ja, das ist beides eine blöde Frage. Was macht denn eine Bibliothekarin bei den Ruinen? Good question. Well, because Jean trusts me. So you should as well. Alright. Gut, da kann man gar nichts gegen sagen. Ein absolut Totschlagargument. Absolutes Totschlagargument. Lol, ich wollte eigentlich die Pflanze. Lol. Okay, ich stand halt nicht mehr in der Nähe von dem Tor. Die Ritter des Ordo Favonius wurden mobilisiert, um die Gefahr Sturmschreckens einzudämmen. Geh mit der Bibliothekarin Lisa in die Tiefen des Tempels des Löwen, um Sturmschrecken davon abzuhalten, die Kraft in seinem Innern zu nutzen. Ja. Achso, könnte ich jetzt auch Lisa auswählen? Nee, wahrscheinlich nicht. Die ist ja automatisch dabei, stimmt. Ja, never mind. Das hätte wie letztes Mal mit dem Ice Dude. So. Wahrscheinlich können wir jetzt auch mit Lisa fighten. Gehe ich mal stark davon aus. Ich werde auch wirklich mitmachen. Alright. Und Lisa. Ey. Achso, wir waren schon auf Lisa, lol. My bad. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does. Damn. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Not bad. Die Fähigkeiten sehen schon mal fire aus. You're in for a little shock. Oh wow, was für ein kurzer Cooldown. Alter, ich glaube, das ist der kürzeste Cooldown überhaupt bisher. Erstmal noch diese nutzlosen Kisten zerstören. Oh, na what? Wusste ich natürlich. Na gut, da kommen wir nicht mehr weiter. Tolle Wiedergeburt. Ah, das ist nur für Waschlappen. Oh, da ist noch eine Kiste gleich. Yes. Komm schon, gib uns uralten Glanz. Wir brauchen uralten Glanz. So. Mal gucken, was für eine Elementarreaktion Blitz auf Feuer hat. Okay, einfach nur Standard, aber die geht ganz schnell weg. Weiß leider nicht mehr, wie die Elementarreaktion heißt, aber es ist die gleiche, die man auch von den Kristallen bekommt. Das war eh letztes Mal, wenn mich alles täuscht. So, hier sind 2 Kisten. Da links ist noch eine Kiste. Holen wir uns die erstmal. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Lisas Elementarfähigkeit kann nicht nur durch Drücken ausgelöst werden, du kannst sie auch aufladen, den du gedrückt hältst. Ja, das kann man bei fast jedem Charakter. Danke für den Tipp nach 20 Spielstunden. Nach dem Aufladen löst dieser einen großflächigen Angriff aus, der enorm Elektroschaden verursacht. Hä, bei mir sieht der Angriff doch ganz anders aus, oder war das, weil ich bisher keine Gegner getroffen habe? Hä, in dem Beispiel kam der Angriff von oben. Das war überhaupt nicht, das war gar nicht der Angriff. Weil wenn du es gedrückt hättest, passiert was ganz anderes. Okay, das Fieber gerade über... Oh, ich habe nur noch 5 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wow. Das war knapp. Aber habt ihr auch gesehen, oder? Also in dem Bild wurde es ganz anders dargestellt. Da kamen die Blitze von oben und nicht von der Seite. Also, wahrscheinlich, oder? Oh, das ist natürlich heftig.
Oder auch nicht. Oh, das verteilt sich dann unter denen auch. Aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich dachte, man könnte seine Blitze dann einfach ins Wasser ballern und die kriegen dann automatisch alle gleichzeitig Damage, wenn man hier einfach so ins Wasser zieht. So ähnlich wie mit dem Eis-Dude halt. Wasser unter Strom. Elektroangriffe stellen Wasseroberflächen unter Strom, was einem Wesen im Wirkungsbereich Elektroschaden zufügt. Ja, schon, aber du musst ja einen Gegner treffen dafür. Du kannst jetzt nicht einfach aufs Wasser ziehen. Also man kann ja gar nicht aufs Wasser ziehen. Ein Urgestein. Da ist auch safe nochmal eine Kiste dahinter. Oder auch nicht. Lol. Schade. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Hier aber. Yeah. Also. Oh. Nein, ich wollte da oben drauf landen. Das wäre cool gewesen. Oh mein Gott, und wie zum Teufel. Hey, wie habe ich keinen getroffen? Okay, aber was man sagen muss, ihre Spezialfähigkeit dauert ja einfach mal 3000 Jahre, bis die aufgeladen ist. Das ist ja crazy. Also das ist wirklich krank. Stunt euch gegenseitig, stunt euch gegenseitig. Stunt euch gegenseitig. Und sie sind nicht mehr Wasser. Jetzt aber. Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shock. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Oh, no. You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? Yeah. No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you're more or less qualified to be a magister's apprentice. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Wait, das geht. Wait, what? Das war's? Da muss jetzt auch noch was passieren. East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name? Is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this storm terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Hmm, warum verhält es sich überhaupt so? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself, to become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Ergänzende Erläuterungen zu den Erzählungen in Waldluft. Wow. Es gibt Bücher in dem Spiel? Interesting. Die muss man sich ja eigentlich legit durchlesen, sonst macht das ja fast keinen Sinn, die Story. Also, was heißt, die Story macht dann keinen Sinn, aber man versteht's nicht. Nicht so gut. Oh.
Und Game Over. Going on about should hopefully be back to normal. Want to go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Prolog 1 abgeschlossen. Oh, was? Deine Abenteuerstufe kannst du erhöhen, indem du einer Statue der sieben Opfer bringst, neue Teleportationspunkte freischaltest, Thron in der Welt suchst, Aufträge ausführst und Sphären bestehst. Okay. Okay. Ah, ist unsere Map jetzt größer geworden? Ach so, das war gar nicht alles. Es geht ja noch viel weiter. Alright. Mal gucken hier. Die hab gerade gesagt, wir haben ein Anemo gefunden. Na, gehen wir zu. So wechselt man. Okay. Hat man irgendwie noch hier seinen Beutel? Sind das jetzt die Geschichten? Ne, das sind unsere XP-Dinger. Das sind unsere... ja, Kauf... verlorener Anemoculus. Ein Gebilde aus verdichteter Anemo-Energie. Übergibt es der Anemo-Statue, um ihre über die Jahre verlorene Kraft wieder aufzubauen. Okay. Davon haben wir schon welche? Okay. Oder war das das Anemo-Siege, was wir neu hatten? Aber wir haben beides gefunden. Ein Zeichen für die Anerkennung der 1000 Winde von Mondstadt kann an bestimmten Orten im Mondstadt gegen besondere Objekte eingetauscht werden. Okay. Gut, und hier ist das mit der Geschichte. Lesen. Uff. Na gut, dann wollen wir mal. Ein Auszug aus Jacob Musts Beobachtungen zu den kulturellen Gebräuchen des Reiches des Windes oder besser bekannt unter dem Titel Ratgeber zu Kultur und Leuten. Die vier Winde, die über Mondstadt wachten, waren der Legende nach der Wolf des Ritters des Nordwinds, der Löwe des Löwenzahnritters, der Falke des Ordo Favonius und der natürlich Dvalin, der Winddrache. Nachdem der Löwenzahnritter Mondstadt befreit hatte, wurde der Ordo Favonius gegründet, woraufhin der Ritter des Nordwinds ihnen beitrat. Somit entstand die Tradition in Mondstadt, die Winde anzubeten. Dvalin, der Winddrache, jedoch war den anderen lange voraus. Die Hintergrundmusik geht nämlich ein bisschen an Naruto, oder? Vor ungefähr 100 Jahren herrschte Chaos im ganzen Land. Dunkelheit breitete sich aus und verschlang alles, was sie berührte. Barbaren und weitere finstere Gestalten durchströmten die verbrannten Ländereien und zwangen die Menschen hinter die Stadtmauern zurück. Es war eine besonders schwierige Zeit für Mondstadt. Der Löwenzahnritter hatte keine geeigneten Erben und die Ritter des Ordo Favonius hatten während der erbitterten Kriege viele ihrer tapferen Männer und Frauen verloren. Gerade dann, als die Zeiten am schwierigsten waren, begann Durin, der durchweg verdorbene Drache, die Mondstadt anzugreifen. Die Gebete der Mondstädter erweckten den Gott des Windes und seinen Wille rief den Winddrachen Dvalin herbei. Als letzter Verteidiger von Mondstadt kämpfte Dvalin mit all seiner Kraft gegen Durin. Zwar war das Ergebnis klar, Durins Überreste liegen immer noch auf den schneebedeckten Gipfeln südlich von Mondstadt, aber die Geschichte, wie die Schlacht eigentlich endete, ging mit der Zeit verloren. Es wird gesagt, dass Dvalin Durin die Kehle herausgerissen hat und sie dann zusammen vom Himmel gefallen sind. Durins Körper sank in den Schnee, während Dvalin vom Gott des Windes besungen wurde und daraufhin in einen Schlaf fiel. Die Leute glaubten, Dvalin würde erwachen, wann immer Mondstadt in Gefahr wäre, aber in dieser Zeit des Friedens sind der Glauben der vier Winde verloren und ihre Tempel verlassen. Der Satz hört sich komisch an. Zitat aus unbekannter Quelle. Es werden dich herausfinden, dass die fremde Monstrosität namens Sturmstrecken, mit der der Ritterorden schon einige Male aneinander geraten war, in Wahrheit Dvalin der vier Winde ist, formte sich ein Widerspruch aus Hass, der sich nicht vertreiben lässt. Erwacht aus seinem hundertjährigen Schlaf, glaubte Dvalin verständlicherweise, dass die Leute von Mondstadt, die er mit seinem Leben beschützt hatte, ihn betrogen hätten. Und wie viele Leute von euch haben sich das wahrscheinlich nicht durchgelesen? Wahrscheinlich keiner. Kappa. Aber krass, ja. Das ist krass. Das heißt, der ist eigentlich gar nicht böse. Der ist einfach nur angepisst, weil er denkt, er wurde betrogen. Und dabei hat ihn gar keiner betrogen, außer der Windgott vielleicht. Aber halt nicht die Bewohner der Stadt. Interesting. Very interesting.
Cooles, cool Story, Bro, wie die Kids heutzutage sagen. So, dann jumpen wir mal noch zu dem Teleportationspunkt da unten. Und können auf dem Weg da hinten noch, ja, ein bisschen was killen. Wir haben jetzt natürlich nicht so viel gefunden, wie ich dachte, an Währung für den Premium-Shop. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. So, wir müssen jetzt mindestens Abenteuerstufe 10 erreichen, wenn ich das richtig bemerkt habe. Oder verstanden habe. Oh, ich dachte gerade, da wird keiner getroffen. Ah, nein. Ah, ah, oh mein Gott. Oh. Wait, what? Wieso, what? Ich dachte gerade, ich hätte meine Dinge gecancelt, aber habe ich gar nicht. Oh man. Was ist denn das nochmal für ein Ding? Haben wir das schon mal gesehen? Not quite sure. So, da hinten ist der Teleportationsstein. Ja, ich habe gerade voll. Ich wollte eine Doppel-Ultimate-Kombo machen und dann. Keine Ahnung, war ich zu blöd, den Charakter zu wechseln. I don't know, man. Hier ist noch was zum Looten. Indirekt. Ja, moin, Alter, wie weit oben ist denn das? What? Wait, what? Kann ich hier hochklettern? Ja, ich kann da hochklettern und dann runterspringen. Das ist wahrscheinlich sogar beabsichtigt so, weil es direkt daneben ist. Okay, das sah gar nicht so hoch aus, lol. Schaffe ich es ohne Gleiter? Das müsste ich... Fuck. My bad. Ach, man kann auch... Oh mein Gott. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Nice, man kann auch so runterjumpen. So hochjumpen, meine ich. Verlorene Arme in Oculus. Noch so ein Ding. Augenring. So. Ah, ne, jetzt hat sie ihre ultimative Fähigkeit wieder. Oder kann man nicht zwei ultimative Fähigkeiten so kurz aufeinander einsetzen? Vielleicht lag es daran. Nee. Nee, ist Schwachsinn. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Oh mein Gott. Jetzt check ich, was ich falsch gemacht habe. Ah, okay. Ich sag's am besten gar nicht, zu peinlich. Der macht gar nichts mehr. Und der hat auch kein Damage bekommen, als er so weggebounced ist. Was sehr weird ist. Naja, ich habe halt einfach auf die Fähigkeiten... Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Noelle ist, ja die ultimative Fähigkeit aber wenn ich jetzt auf Noelle wechsle, dann wird es rechts nicht mehr angezeigt. Ja, und da habe ich vorher drauf geachtet und habe mich gewundert, warum die Fähigkeit nicht mehr da ist. Also ich hätte einfach nur Q drücken müssen. Aber ja, habe halt quasi nicht gescheit hingeschaut. Oh, da vorne ist noch so eine verlorene Seele. Da finden wir nochmal eine Truhe. Guide me, woman. I assume. Flieg bitte nicht so hoch, sonst komme ich da nicht hin. Watch. Ja, genau. Wenn man eine gewisse Höhe erreicht hat, dann kann man auf den nächsten... Ja, wie sagt man? Auf die nächsthöhere Ebene jumpen. Das ist echt cool. Thanks. Hat man eigentlich unendlich Inventarplatz? Steht das irgendwo? Ah, Last. 30.000. Okay, also ja, hat man. Für mich ist das unendlich. Genau. So, da vorne ist noch ein Gegner und wir haben gar nicht den Ding... Oh, das ist gar kein Gegner. Wir haben nicht den Teleportationspunkt entdeckt. Wait, what? Come here. Time to act. Rain outlines your fate. Lol? Oh, never mind. Ich dachte, das ist weggekommen. Genau. Und da wäre noch so ein Ding, dass man mit Eiselementarenergie aktivieren kann. Und direkt daneben noch Feuer. Oh mein Gott, hier sind drei Stück. Okay, Eis habe ich leider nicht. Beziehungsweise... Müsste ich in meinem Team... Kann ich das jetzt eigentlich, während ich unterwegs bin, müsste ich das ja eigentlich ändern können, oder? Oder wo kann man nochmal sein Team ändern? Genau, dieser ist neu. Ach, oh nein. Wo kann man nochmal sein Team ändern? Das wird vor dem Dungeon, wird das immer angezeigt. Aber wo kann man das dann nochmal ändern? Na, nicht hier. Oh Gott.
Also ich hätte die Charakter dafür. Müsste nur wissen, wo man... Ah, Truppe, genau, hier war das. Gruppeninformationen werden gelesen. Gut, dann hauen wir jetzt manuelle raus. Zack. Und ballern ihn rein. Und dann habe ich oben gesehen, war noch irgendwas mit Blitz-Elementarenergie. So. Genau. Zack. Perfekt. Dann hier brauchen wir Amber. Amber Lay. Wahrscheinlich passiert irgendwas, wenn man drei Stück aktiviert, die so nah beieinander sind. Genau, das. Blitz. Da drüben. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das funktioniert hätte. So, dann kletter mal schön, Lisa. Alright, tatsächlich, da ist eine Truhe aufgetaucht. Not bad. Urgestein 5, genau das, was wir brauchen. Dann killen wir noch die Typen da drüben, weil sie jetzt auch noch so nah sind. Und dann würde ich sagen, passt es für heute. Jetzt habe ich jetzt genau die beiden Charakter ausgewechselt, die kurz vor Ding waren. Oder was heißt kurz vor Ding waren, die ihre Ding ready hatten, ihre ultimative Fähigkeit. So, mit der kann ich denn ihre Schilde zerstören. Oh, sind die Schilde schon weg? Ah, bei beiden sind die Schilde schon weg, nevermind. Oh nein. Aber er ist der bessere Schütze von uns, Freundchen. Oh, aus dem Leben geholt. Kiddo. Oh mein Gott. Ist mal voll daneben gehauen. Ups. Wait, welche Taste war das? War das V? Nee, C war das wahrscheinlich, ja. So, dann holen wir uns noch das Baby hier. Und dann würde ich sagen, passt das. Ups. Weil wir unsere Charakter auch mal aufleveln müssten, aber ich glaube, damit warte ich noch. Weil, bevor wir unsere nächsten 10 Rolls nicht gemacht haben, upgrade ich hier, glaube ich, gar nichts. Sicher ist sicher. Weil irgendwie, ich weiß nicht, Noelle und die andere sind schon ganz cool. Aber, ja, es sind nicht die Besten. Ich meine, es gibt nicht umsonst eine Tierliste mit den besten Charaktern. Also sollte man wahrscheinlich auch lieber auf die warten, bevor man da seine Ressourcen in andere reinballert. Achso, das ist gar kein Teleportationspunkt. Wait, what? My bad. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Nice. Und was kriegen wir jetzt? Statue anbeten. Stufe 1. Zuwendung der Statue. Und wenn ich jetzt 1 opfer, habe ich Stufe 1. Machen wir mal 1. Minimale Ausdauer von 100 auf 100. Aber ist es jetzt, geht es jetzt nur für Amber? Oder geht es generell für alle Charakter? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Ob das jetzt nur für... Ja, Amber 107. Jetzt gehen wir einfach mal testweise hier. Ne, 107, 107, 107. Ah, okay, die Ausdauer gilt für alle Charakter. Die ist für alle gleich. Ja gut, dann passt. Was hätte ich nämlich gesagt, dann opfere ich natürlich nicht mit Amber, weil die werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Opfern, dann machen wir 2 und das andere behalten wir uns noch. Maximale Ausdauer auf 114 erhöht. Ist ja dann theoretisch egal, welche man anbetet, oder? Weil man muss ja im Endeffekt, oder was heißt muss, aber am Ende betet man wahrscheinlich eh alle an. Weil man sich erstmal auf eine konzentriert, werden halt die Belohnungen immer besser. Probably. Okay. Ah ja, und dann kann man hier noch den Segen der Statue... Automatische Wiederherstellung, wenn du dich
100% nervst? Wieso kann ich das auswählen? Und der ist schon aktiv, der Segen der Statue, oder was? Okay. Alright. Ich will nicht lügen, ich durchblick's noch nicht ganz, aber... Ja, cool. So. Dann hier leuchtet noch irgendwas. Oder sind das die drei? Ach, das sind die drei. Ah, okay. Oh, Mensch. Aber dann ist da vorne noch was. Da ist noch so ein verlorener Ani. Ja, ich kann mir die Namen in dem Spiel nicht merken. Ist doch echt viel los momentan in der Gaming-Szene. Wirklich verdammt viel los. Nächstes Monat kommt schon wieder ein Closed Beta MMORPG raus. Das ist crazy. Es geht momentan echt Schlag auf Schlag auf Schlag. Ist einfach nur krank, wie viel momentan released wird. Schon tot. So. Was wollte ich noch machen? Jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, den Ding wollten wir noch einsammeln. Ah ja, genau, Errungenschaften wollte ich noch kurz gucken, weil das hat er gerade aufgebinkt. Genau. Da kriegt man nämlich auch noch Belohnungen. Wunder der Welt, der Fremde, der den Weg findet. Schließt der Fremde, der den Weg findet ab. Passt. Und wie viel haben wir jetzt davon? Also, ich glaube, es reicht noch nicht. 340 brauchen wir, wie gesagt. Wir haben 327. Oh nein, wir brauchen nur 320. Ja, aber wir machen jetzt trotzdem einen Cliffhanger. Ich muss es euch antun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Machen wir unsere nächsten 10 Rolls. 10 Helden-Rolls, 10 Figuren-Rolls. Oder das heißt 10 Helden-Rolls. Man kriegt ja auch andere Sachen als... Helden ist nicht mal das richtige Wort. Ich weiß gar nicht. Figuren ist aber irgendwie auch bescheuert. Character. Sagen wir einfach Character. Ich finde Character ist der beste Name dafür. Genau, können wir nochmal rollen. Und ja, das machen wir beim nächsten Mal und zocken natürlich weiter. Bis dahin, danke fürs Einschalten, Like, Kommentar, Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Links in der Beschreibung, habt checken, wenn ihr mich supporten wollt. Wir sehen uns, macht's kurz rein. Ciao, ciao.